Hallo, ihr Gewirrlinge. Der namenlose Held ist im Sumpf von Jakendar und hat selbigen in den letzten Episoden mit sehr viel Mühe durchkämmt, kann man sagen. Und das Ergebnis ist, dass ich so die unteren, die südöstlichen zwei Drittel des Sumpfes eigentlich ziemlich gut durchhabe. Und Richtung Canyon hoch, da gibt es vielleicht noch ein paar Ecken, wo ich noch nicht so war. Das kommt noch. Und der Held ist von Franco ausgeschickt worden, eine antike Steintafel zu finden. Ich glaube, die habe ich. Ich habe mal überlegt, es müsste eine von diesen grünen Steintafeln sein. Da habe ich ja zwei gefunden. Warum zwei, wenn Saturas doch nur eine will? Vielleicht ist die zweite ja die, die Franco haben möchte. Und dann müsste ja eigentlich der Weg ins Lager jetzt frei sein, oder? Frankie Boy? Man muss eben aufpassen, dass man so rumerzählt. Ja, genau. Hier ist die Steintafel. Gut, sehr gut. Raven wird mit dir zufrieden sein. Ist ja gut. Schön, dass Raven mit mir zufrieden ist. Was ist jetzt mit dem Lager? Kann ich endlich rein? Nein, ich habe Logan reingeschickt. Er stand vor dir auf der Liste. Und für einen weiteren Mann ist zurzeit kein Bedarf im Lager. Außerdem kann ich dich hier gut gebrauchen. Jetzt, wo Logan nicht mehr da ist. Bitte was? Schick mich jetzt rein. Und was, wenn ich Nein sage? Dann wirst du es eben bereuen. Willst du mir drohen? Du? Willst mir drohen? Es ist wohl Zeit für eine Lektion. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe mir das eigentlich ein bisschen professioneller vorgestellt. Ja, eine Hand wäscht die andere und so weiter. Ja, renn so schnell du kannst. Nee, ich schieße so schnell ich kann. So. Ja, das war jetzt natürlich irgendwie suboptimal, ihn umzuhauen. Franco. Grobes Breitschwert. Da ist die Tafel wieder. Degen. Weidenbeere. Grüne Steintafel. Zwei Dietriche und sieben Goldbrocken von Franco. Ja, und jetzt? Da ist nichts zu holen. Ist nichts zu holen. Seid ihr jetzt böse, oder was? Also ich glaube, das ging nur in einem Clinch. Die Frage ist ja... Das interessiert die alle gar nicht. Miguel, hast du was zu sagen jetzt? Bin ich jetzt der neue Franco, oder was? Sag was, du warst Zeuge hier. Wehe, du verpfeifst mich. Oder vielleicht verpfeife mich gerade, dass alle wissen, wie unglaublich gewandt, katzengleich und schweren Schaden mit wenigen Streichen verursachend ich diesen miesen, fiesen kleinen Franco hier geknickt habe wie ein Streichholz. So, Ramon, bist du mir böse? Hey, was ist da unten passiert? Ich habe Franco umgehauen. So? Dann ist das jetzt deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die faulen Säcke jeden Tag ihre Arbeit machen. Hey, ich bin nicht hier, um mich mit Jägern rumzuärgern. Ich will ins Lager. Nichts da. Du hast Franco umgehauen. Du bist jetzt der Anführer. Also, mach deinen Job. Wenn ich der Anführer bin, dann kann ich bestimmen, wer als nächstes reinkommt. Und ich bestimme, dass ich als nächster reinkomme. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Wir haben niemanden angefordert, also kommt auch niemand rein. Taurus kann doch einen neuen Anführer für die Jäger schicken. Dann wird drinnen ein Platz für mich frei. Du gibst nicht auf, was? Okay, dann schieb deinen Hintern rein. Taurus wird sich darum kümmern, dass die Jäger nicht ohne Anführer leben müssen. Worauf wartest du noch? Und besorg dir eine Spitzhacke. Ey, ich bin Profi. Ich habe immer eine Spitzhacke in der Hosentasche, ja? In anderen Spielen ist es sogar ein Presslufthammer. Das war jetzt ein bisschen unlogisch, oder? Okay, man musste Franco umhauen. Das ist nachvollziehbar. Dann ist man selbst Franco, also in Francos Position. Das ist ebenso nachvollziehbar. Dass man dann sagen kann, jetzt bestimme ich, dass ich selber reinkomme, ist immer noch nachvollziehbar. Dass er dann sagt, wir haben aber niemanden angefordert, ist immer noch nachvollziehbar. Und dass er dann aber plötzlich seinen Chef, wer kommt denn da, der hat aber auch dicke Eier, oder? Mann, oh Mann, oh Mann, geh mal zum Urologen. Also, dass er dann sagt, dass er das Problem, was ich hier mit ihm habe, dann zum Problem seines Chefs macht, das ist eigentlich ziemlich blöd von dir, Ramon. Also das, also der letzte Schritt der Quest war ein bisschen unlogisch, fand ich. Wer bist denn du? Hey, bist du der Neue, der Franco umgehauen hat? Was bist denn du für ein Schwachmat?
Ach, du bist jetzt derjenige, der geschickt worden ist, um Frankos Position einzunehmen. Und jetzt bist du aus dem Lager draußen und garantiert mega sackig auf mich, stimmt's? Ja, warum? Weil ich jetzt einen Job übernehmen muss. Hast du ganz toll gemacht, vielen Dank. »85 Gold von mir, Herr Carlos.« »Und wie ist es so, Anführer der Jäger zu sein?« »Lass mich bloß in Ruhe.« »Carlos!« »Oh je.« »Oh Mann.« »Das ist Carlos.« »Ich weiß es nicht.« »Ende.« »Okay, gut.« »Wer bist denn du hier, du Schnapsdrossel?« »Du stehst am Lagerfeuer und seufzt.« Und wenn er nicht aufpasst, dann schlüpfst du hier ins Lager, oder wie? Oh je, oh je. Oh Mann. Wollte ich sagen, ich habe noch nicht genug Äpfel, um wieder was zu essen mit Stärke und so. Ich habe 92 Dunkelpilze, das wollte ich mal gerade kontrollieren. Das sind fast schon wieder zwei Dunkelpilztränke. Und Lederbeutel. Ich habe 11 alte Steintafeln, das heißt, ich könnte, wenn ich in Korinnes bin, dann bei Vatras das in Mana umwandeln. Also Mana wird steigen demnächst wieder, ganz kräftig. Und da ich jetzt hier kein Erdbeergläschen mehr habe, einmal kurz zack. Ich will ja hier nicht angekratzt reinlaufen, sonst denken die alle, ich wäre hier eine Lusche. So, Logan ist also auch hier der Schweinehund. Wobei, na gut, man kann Logan jetzt nicht sauer sein, dass er halt vor mir auf der Liste stand. Franco war der Arsch. Oh, das ist ein Schlüssel. Seht ihr das? Senja. Ah, wen haben wir denn da? Sieh an. Das bist ja du. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Sag mir zuerst die schlechte Nachricht. Raven sucht dich. Seine Gardisten suchen dich. Eigentlich suchen dich alle Banditen. Und wenn sie dich entdecken, werden sie dich töten. Das haben schon viele versucht. Dann ist deine Kampfkunst so groß wie deine Gerissenheit. Mit einer unserer Rüstungen ins Lager zu kommen, das ist wie das Schaf, das zu den Wölfen kommt. Dein Leben hängt an einem dünnen Faden, Sohn der Gefahr. Senjan, den gab es doch auch schon irgendwo, oder? Der Name kommt mir ganz, ganz hart bekannt vor. Und was ist die gute Nachricht? Nun, ich weiß zwar nicht warum, aber du hast dir ein paar mächtige Feinde gemacht. Du kannst von Glück reden, dass ich dich erkannt habe und kein anderer. Denn ich bin verständnisvoll und umgänglich. Wie viel willst du? Ah. Oh nein, bitte! Ich will doch kein Gold von dir erpressen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Was willst du dann? Vor kurzem hat jemand versucht, Esteban aus dem Weg zu räumen. Er ist jedoch an seinen Leibwachen gescheitert. Geh zu Esteban und sprich mit ihm. Danach unterhalten wir uns noch einmal. Ich kann Gedanken lesen, oder? Wie viel willst du? Oh Mann, oh, schaut mal, eine richtig große Ruine. Also, Esteban scheint ja hier irgendwie Ravens Atlatus zu sein und nach Ravens Position zu trachten, weil irgendwie verstehe ich nicht, warum Esteban Juan angestiftet hat, den Handel mit den Piraten zu sabotieren. Aber ich gucke erstmal ins Questbuch. Ich habe nämlich also Steintafel im Sumpf und Hineins Banditenlager ist jetzt fertig und eine verhängnisvolle Situation. Senjan hat mich erkannt, er weiß, wer ich bin. Das will er für seine eigenen Pläne nutzen. Er hat irgendetwas vor und will, dass ich zunächst mal mit Esteban spreche. Oh, da fehlt ein Komma und das hat kein doppeltes S. Und oh. Und hier in dem Dialog gerade, da war das Wort ins mit Apostroph, also IN Apostroph S. Also das geht ja gar nicht. Oh, das ist ja gruselig falsch. So, ich verdrück mich mal. Ich finde einen Schlüssel. Ich weiß noch nicht welcher, aber ich finde einen Schlüssel mitten im Banditenlager. Was ist das für einer? Ein Schlüssel für eine Schatzkammer von Esteban. Das ist wohl ein Thronschlüssel aus dem Banditenlager, nehme ich mal an.
Ja, das muss ein Truhenschlüssel aus dem Banditenlager gewesen sein. Ist das etwa der hierfür? Das wäre fast ein bisschen einfach, oder? Wahrscheinlich, aber da guckt ja gerade keiner zu. 5 Goldbrocken und 100 Münzen. Gut, so. Ich glaube, hier gibt es früher oder später mächtig eine aufs Maul, darum mal speichern. Wer bist du? Emilio. Und was ist das hier? Ist das eine Kneipe? Da ist eine Frau. Hm. 112 Gold von Emilio. Du siehst aus wie ein Buddler. Ich bin ein Buddler. Nur als ich das letzte Mal in der Mine war, habe ich geschuftet wie ein Blöder. Warum bist du jetzt nicht in der Mine? Ich war lang genug in der Mine und habe bis zum Umfallen geackert. Jetzt brauche ich erst mal ein paar Tage Ruhe, bevor ich mir meinen nächsten roten Stein hole. Roter Stein, aha. Was passiert mit dem Gold aus der Mine? Torus sammelt es ein und verteilt es. Keiner darf behalten, was er geschürft hat. Jeder bekommt nur einen Teil des Goldes, damit auch die Jäger und Wachen nicht leer ausgehen. Ich find's okay, seit dieser Regelung gibt es weniger Tote und die Schürfer bekommen immer noch mehr als die Typen, die draußen rumhängen. Okay. Was hat es mit diesem roten Stein auf sich? Das ist eine Sache, die sich Torus und Esteban ausgedacht haben. Torus kümmert sich um die Goldverteilung und Esteban organisiert die Arbeiter für die Mine. Er will natürlich nicht jedes Mal zu Torus rennen, wenn er jemanden in die Mine schickt. Deshalb drückt er uns einfach eine dieser roten Steintafeln in die Hand und Torus lässt uns dann rein. Ist wie eine Eintrittskarte. Ach so, verstehe. Torus steht direkt selbst vor der Mine und muss natürlich darüber unterrichtet werden, wer von Esteban ausersehen ist, die Mine zu betreten. Und ja, dann sind diese begrenzten roten Steine, rote Steintafeln vielleicht, die Eintrittskarte tatsächlich. Aha. Ich hatte jetzt erst gedacht, er hat irgendwie einen Rubin gefunden in einer Goldmine oder so. Kann ja sein, dass es da sowas gibt. Was ist denn das hier? Das ist ja interessant. Aber ich gehe erstmal in die Kneipe und spreche mal mit Carla, oder wie die heißt. Das ist wirklich eine Kneipe. Und nicht die hässlichste. Lucia. Ach, du bist Lucia. Ach so, ja, hallo. Hundert Gold von Lucy. Kommst du nicht aus Korinis? Erinnere mich bloß nicht daran. Mein Leben in dieser Stadt war schrecklich. Als noch die Schiffe mit den neuen Verurteilten ankamen, da war in der Stadt noch was los. Aber diese ganzen anderen Typen... Nein, danke. Vielleicht liegt's daran, dass wir auf einer Insel sind. Naja, die Zeiten sind vorbei. Mit Eldridge bin ich fertig. Warum? Er ist ein Schlappschwanz. Als ich von den Banditen verschleppt wurde, hat er keinen Finger krumm gemacht, um mir zu helfen. Ach, so war das. Oh, das solltest du ihm mal selber sagen. Wenn ich ihm das sage, glaubt er das wieder nicht. Oder will mir dann ganz spontan das Gegenteil beweisen. Was hast du jetzt vor? Mal schauen. Ich bleib erst mal hier bei Snuff, Fisk und den anderen. Hast du schon mit Torus gesprochen? Oh, Enos, ist das ein wahrer Baum von einem Kerl. Entschuldige, kommen wir auf deine Frage zurück. Ich habe kein festes Ziel, ich lass mich treiben. Okay, wie verhieltest du? Hat das Thema? Und, wie sieht's aus? Hör zu, wenn du was essen willst, geh zu Snuff. Wenn du was trinken willst, bist du bei mir richtig. Hm. Snuff ist der Koch aus dem alten Lager und Torus ist ja sowieso aus dem alten Lager bekannt und auch Fisk. Eigentlich müssten Snuff und Fisk den Helden wiedererkennen. Ist ja ingame erst ein paar Monate her. Hm. Was trinkt ihr denn hier so? Wir haben nur wenig Bier. Das einzige Bier auf der Insel haben die Paladine mitgebracht. Naja, wenigstens etwas Gutes, das die Kerle mitgebracht haben. Ansonsten trinken wir Schnaps. Ich habe selbstgebrauten Grog und weißen Rum. Den solltest du probieren. Das Rezept habe ich von Samuel. Der Alte versteht wirklich sein Handwerk. Samuel. Du magst die Paladine nicht besonders, was?
Diese fanatischen Mörder im Auftrag der Feuermagier? Nein. Dieser Lord Hagen besetzt mit seinen Schlägern die Stadt und alle buckeln vor ihnen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht darauf warten, dass sie die rote Laterne zumachen und mich einsperren. Mhm. Ach, jetzt kann ich mit ihr in Grundsatzdiskussionen fortfahren. Warum sollte ich die Paladine so in Schutz nehmen? Hm, die waren eben nicht nur in seinem Namen, in Osserwelt seine Krieger. Naja, als Magier sollte man eher das hier sagen, glaube ich. Die Paladine kämpfen nicht nur in seinem Namen. Inos erwählt seine Krieger. So? Ich glaube, es sind die Menschen, die sich selbst erwählen. Jedoch, deine Worte verwundern mich. Du sprichst fast so, als wärst du einer von ihnen. Nimm, 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 nimm. So, jetzt habe ich hier nur eine neue Option. Hast du schon einmal einen Menschen getötet? Warum soll ich sie das fragen? Aber ich mach's mal. Hast du schon mal einen Menschen getötet? Nein. Und ich bin auch sehr froh darum. Bitte, lass uns nicht länger solch ernste Worte wechseln. Trinken wir lieber und erfreuen wir uns an jedem Augenblick, den uns die Götter schenken. Ah, gut abgelenkt, mein lieber Held. Ich weiß nicht, was das vielleicht noch irgendwie hier geworden wäre. Kannst du mir was beibringen? Nur zu gern. Bei mir kannst du deine Geschicklichkeit trainieren. Ach, du bist eine Anfängerin. Gib mir was zu trinken. Du hast echt einen Seemannsgock. Du hast relativ viel hier. Weißer Rum, Bier, Wacholder. Du hast einen Ring der Geschicklichkeit. Brauche ich nicht. Und du hast 50 Laborwasserflaschen. Brauche ich die? Ich habe jetzt noch 99. Das sind immerhin 10. Das sind 500. Ach komm, die kaufen wir alle weg. Ah. Oh, scheiße. Jetzt ist da dieser blöde Dietrich aufgetaucht. Das wollte ich ja gar nicht kaufen. Mist. Also rein rollenspielerisch habe ich den Dietrich jetzt nicht gekürzt. Okay, lassen wir das. Wir lassen das Thema mit dem aus Versehen Dietriche kaufen. Grrr. Wie viele Dietriche habe ich eigentlich? Das sind doch mittlerweile weit über 100, oder? Und ich werde sie nie wiederfinden in meinem ganzen Ramsch hier. Die müssten hier unten irgendwo sein, aber da war ich doch gerade. Das hier sind Honigtabak, habe ich auch noch. 158 Dietriche. Ist ja nicht so, als wären die teuer, ja? Oh Mann, was ist hier gerade? Ende. So. So viel Lucia, ist jetzt ihre Quest zu Ende? Ich glaube, Lucia, die Quest ist abgeschlossen. Ich hätte jetzt, also, sie ist nicht mehr offen. Und Lucia war eine Quest, da bin ich ganz sicher. Aktuelle Mission, erfüllte Mission. Rüber und dann runter. Wo ist denn die Quest mit Lucia? Das kann ewig dauern, weil die Quest war sehr, sehr alt. Und ich glaube, die werden hier so einsortiert in die Liste nach Questbeginn irgendwie. Da. Hier ist jetzt nichts anderes drin. Von Schlappschwanz und Elfrich ist hier nichts zu sehen. Aber ich hätte gedacht, dass die Quest noch offen war irgendwie. Komisch. Vielleicht ist es ja in der Quest die Vermissten, weil dazu gehörte sie ja eigentlich auch. Bordell, Leiche, Fischer, nee, das ist nicht das Richtige. Und die Suchenden, nein, Ravens Sklaven? Nee. Keine Ahnung. Du bist Snuff, richtig? Also du nicht, sondern der hier. Und Snuff hat deutlich bessere Kleidung als in Gothic Teil 1. Hey, du. Willst du futtern oder quatschen? Was darf sein? Ich hätte gerne Fleischschwanz und Ragout. 56 Gold von Snuff. Was gibt's denn Leckeres? Ich will ein neues Gericht ausprobieren. Feuergeschnetzeltes in Hammersoße. Hammersoße? Eine Soße aus hammerhartem Schnaps. Ich habe ein Rezept von einem Typen namens Lou. Besorg du die Zutaten und brenn den Schnaps oben am Labortisch. Dann mache ich daraus eine Soße. Was meinst du? Dazu bräuchte ich das Rezept. Okay, ich mach's. Alles klar.
Hier ist das Rezept. Okay, Loose Hammer. Mehr kann ich mit ihm jetzt gar nicht besprechen. Moment mal. Das ist jetzt die Queste. Hammerschnaps heißt die. Snuff braucht Schnaps für seine Soße. Okay. Hammerschnaps. Ist das etwa etwas? Moment mal. Hat nicht auch Samuel? Nee, wer hat das gesagt? Irgendwer am Piratenlager wollte doch ein Rezept haben. Ja, Samuel hat gesagt, wenn du Schnapsrezepte hast, dann immer her damit. Ist dieses Soßenrezept jetzt ein Schnapsrezept oder nicht? Mal lesen. Silvestros Notiz. Ach du Kacke, ist dieser ganze Kram hier. Hier. Loose Hammer Rezept. Zutaten für ein Hammergebräu. Man nehme eine Wasserflasche, habe ich, sowie zwei Rüben und eine ordentliche Portion Sumpfkraut. Habe ich. Dazu gemahlene Zähne von einem Sumpfhai. Habe ich auch. Alles zusammen in die Flasche kippen und mit einem Schuss Rum abkochen. Mhm. Prost. Laut dem blinden alten Mann ist es gesünder, die Dämpfe nicht einzuatmen. Jetzt bräuchte ich Rüben, weil ich fürchte, die Rüben, die ich noch hatte, das waren die Lobart-Gedächtnisrüben. Die habe ich doch mal irgendwann verkauft, oder? Wo habe ich die noch? Ja, die habe ich verkauft. Dann wird es doch hier aber wohl irgendwie Rüben geben. Stimmt's? Wer bist denn du? Hi, Logan. Ach, du bist Logan. Hi. Wie läuft's bei dir? Naja, wenigstens bin ich schon mal drin. Lucia brennt einen harten Schnaps. Aber Esteban lässt mich nicht in die Mine. Jedenfalls noch nicht. Er hat mir noch eine andere Aufgabe gegeben. Und? Was will er von dir? Es wurde ein Attentat auf Esteban verübt. Er will wissen, wer dahinter steckt. Esteban glaubt, dass Snuff damit drin hängt. Ich soll ihn im Auge behalten. Mhm. Ich komme später wieder. Das ist interessant. Irgendwie passt das alles nicht zueinander, oder? Bisher noch nicht. Die Puzzlestücke passen noch nicht zusammen. Achso, die ganze Flaschenparade hier. Kann man die eigentlich... Nee, das ist nur Kulisse. Aha. Das hier ist auch Kulisse. Was ist das hier? Ein wichtiger Hinweis. Wichtige Hinweise lese ich doch besonders gerne. Oh Mann. Suche oder was finden? Ach, das wird immer nach vorne einsortiert. Nee, wird's nicht, weil dann hätte ich ja hier vorne was. Das ist da aus Hütte am Sumpf, genau. Das war draußen. Und das hier ist Kneipe. Hey Leute, Lou ist im Sumpf verschwunden. Wahrscheinlich wurde er von den Haien gefressen. Viel schlimmer ist, mit ihm ist auch der Türschlüssel verschwunden. Wer ihn findet, kann Lou's Kram behalten. Okay, das bin ich, weil ich habe ja Lou's Schlüssel gefunden. Ich kann Lou's Kram behalten, na dann. Hält. Ah, das ist ja nicht viel. Ach, es geht um die Ecke. Das ist auch statisch eine komische Konstruktion hier oben. Uiuiui, Lou, was hast denn du so alles gemacht? Ich finde einen goldenen Kerzenständer, eine silberne Schale. Einen goldenen Kelch, einen Silberkelch und hier einen, eine Steintruhe sogar. Hat er wohl irgendwo aus einer der Ruinen hergeschleppt. Rechts, links, nein, rechts, rechts, links, links, nein, rechts, rechts, links, rechts, links, nein, rechts, rechts, links, rechts, rechts, nein, rechts, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Okay, das war's. Ich finde ein Rezept für Lou's Doppelhammer. Es ist wieder ein anderes Rezept. Zwei Mana-Extrakte und zwei Extrakte der Heilung. Loose Doppelhammer. Es wird ja immer obskurer hier. Doppelhammer. Loose Doppelhammer. Man nimmt den guten alten Loose Hammer und destilliert ihn nochmal. Diese Mischung sollte nur von erfahrenen Schnapsballern hergestellt werden. Wenn Zendaya daran versucht, wird er nicht nur blind, sondern auch tot sein. Aber Alchemiebeherrscher hält ja. Ich habe wenig Bedenken. Was ist denn hier los? Komm. Truhe. Links, 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 rechts, nein, links, rechts, nein, was? Links, 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 rechts, 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 nein, links, 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 rechts, rechts, links, rechts, nein, links, 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 rechts, rechts, links, 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 nein, links, 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 rechts, rechts, links, links, rechts, so geht's auf. Ich finde 4 Elixiere der Heilung, 50 Gold und ein bisschen Schinken. Was ist jetzt irgendwie... Naja,
Ja gut, diese Dreckte sind schon gar nicht schlecht, aber trotzdem. So, meine lieben Gewirlinge, das Video ist lang genug. Mit diesem schönen Fund hier in Lous Speisekammer oder Lous Vorratskammer oder Lous Besenkammer. Oh, das ist jetzt übrigens Lous Hintereingang. Ja, mit diesen schönen Dingen hier geht's dann weiter ab dem nächsten Teil. Bis dahin.